Salut, chef d'orchestre. Bonjour. Je suis détective Allegro. Je suis Pascal. Pascal, enchanté. Tu sais, tu es sur une papier à musique. Oh. Nein. Was geht hier wirklich nicht schon wieder so? Oh. Ein leeres Blatt. Schon wieder. Und da hinten sind sie. Mesdames, verkrugelte Musikblätter. Also, das ist ganz schlimm. Mais là, c'est un concert, non? Et la musique, là, elle disparaît, non? Pascal, das ist ein sehr schwieriger Fall. Hoffentlich muss ich den nicht allein lösen. Oh, regardez-moi ça. Hey, salut tous les enfants! Comment allez-vous? Hein? C'est déjà trop tôt pour vous, hein? Dimanche matin? Nein, nein. Hey, Kinder, das ist super, dass ihr alle da seid. Wisst ihr was? Könnt ihr mir vielleicht helfen, das Geheimnis zu lösen? Was man machen kann, dass die Musik nicht verschwindet? Hein? Vous allez m'aider? Oui. Hey, vous allez m'aider? Oui. Ah, super! Das ist einfach sehr, sehr schlimm. Schau mal da, beim Pascal, beim Dirigent, hängt noch ein Podest der Noten. Und da, schon wieder eine Note. Alle Noten, Noten vor. Da, la Madame, da keine Noten. Aus der Partition raus. Das geht nicht. Das geht gar nicht. Und da, auf dem Bild, seht ihr? Alle Noten furchtbar durcheinander. Aber stellt noch vor, da, die da. La musique de la ville de Vienne. Und l'ensemble des jeunes musiciens. Das subissent. Ah, die sind sehr gut. Die Stadtmusik von Bild, die gibt es schon 150 Jahre. Mehr als 150 Jahre, stellt euch vor. Und die spielen immer in der ersten stärkeren Klasse. Und die haben schon wahnsinnig viele erste Preise gewonnen. Wow, super. Und jetzt Musik weg. Et les enfants, est-ce qu'on veut écouter une fois comme ça sonne, wenn die Noten am Verschwinden sind? So durcheinander wie da, ein vrai cafouillage. Hey Pascal, könnt ihr das spielen? Ja. So ein richtiger Kakomarsch. Ja. Hey, s'il vous plaît. Cacophonie spielen, hein? Quelle cacophonie! Quelle bande bruyante! Das ist unglaublich! Mais les enfants, est-ce que vous pensez? Est-ce qu'on veut écouter ça tout le temps? Hein? Dans tous les concerts! Ah! Nein, das geht nicht, oder? Hein? Die können doch sicher ein bisschen schönere Sachen spielen. Hey, wir müssen auf die Suche machen. Komm, wir wollen doch suchen. Alors, les musiciennes, les musiciens dans l'orchestre, s'il vous plaît, cherchez. Est-ce que vous trouvez quelque part un indice? Quelque chose d'anormal? Mais restez pas sur vos chaises, levez-vous, regardez derrière vous, sous la chaise, derrière les notes, überall. Rien, rien. Du, was hast du da?
Qu'est-ce que tu as là dans la manche? Un lacet jaune. Ça, c'est normal? Hein? T'as toujours ça dans ta manche? Je peux tirer? Tu peux l'ouvrir? C'est comment? Oh, tout de Ralph, hein? Oh. Dat spreekt me af. Ah, dat hebben we het vast niet hoe ze pracht, hè? Aha, daar staat een pistrofe. Enigme nummer 1. Alors, bravo, vous avez de justesse découvert ce rouleau qui contient une énigme. L'affaire de la disparition des notes sera résolue lorsque vous aurez répondu correctement aux 10 énigmes. Mettons-nous en travail dès maintenant. Seules les bonnes oreilles peuvent répondre à ce premier défi. Vous devez deviner quel instrument de l'orchestre joue la mélodie que vous entendrez. Pour cela, fermez tous les yeux. Si vous répondez juste, l'orchestre vous jouera un morceau. Hoi, hoi, hoi. Jetzt müssen wir so gut zuhören, welches Instrument das da spielt. Hein? Et Pascal, tu diriges encore, s'il te plaît. Et puis, les enfants, fermez les yeux. Mais t'as pas plein de slot, hein? Alors, s'il te plaît, Pascal. Qu'est-ce que vous pensez les enfants? C'est sûrement un instrument très petit, très mince, non? Ou est-ce que vous savez qu'est-ce que c'est? Quoi? Un basse! Un basse, oui! Mais où sont les basses? On va les chercher! Ah, hey, c'est là-bas, hein? C'est les basses ou c'est les tubas? Ah, mais je t'aime ma louve, tuba, les basses! Levez-vous, s'il vous plaît, montrez-moi vos instruments! Super! Wow! Look at the ball, die schöne, glänzige Bassa! Alors, et maintenant, ils vont nous jouer une pièce comme soliste. Et cette pièce, elle s'appelle Die sanften Riesen. S'il vous plaît, Pascal. Bravo les bassistes! C'était très joli. So, liebe Kinder, les enfants, on va continuer. Où est-ce qu'on va chercher le prochain énigme? Was denkt ihr? Hein? Remarsour. Ah! Mon odorat, il me dit que je vais chercher chez les solistes qui viennent juste jouer. Hey, tout va, je te donne ma louve! Schaut doch mal, ob ihr bei euch irgendwas noch ein Rätselröllerli findet. Ein gelbes Bändeli oder etwas. Nicht! Ei, ei, ei. Ja, hat er oben rein auch schon geschaut? Nein. Nicht? Ja, dann schaut doch mal bei dir oder beim anderen. Ha, zeig mal. Oh, super! Ja, cool! Hey, das geht ja super auf. Da steht Rätsel Nummer 2. Sehr schön. So, also, dann müssen wir das sofort lesen, was da steht. Dieses zweite Rätsel könnt ihr nur lösen, wenn ihr ein Echo nachmachen könnt. Im Musikstück, welches das Blasorchester dann spielt, werdet ihr das Echo spielen müssen. Ob ihr das wohl schafft? Viel Glück! Oh, les enfants, est-ce que vous savez qu'est-ce que c'est un écho? Vous savez? Alors, je vais vous expliquer. Vous vous promenez dans les montagnes et puis vous criez quelque chose dans les vallées, non? Et puis après un instant, ça va recrier. Alors, on va essayer ça. Hein? Et tu rufes und dir rufe zurück. Hein?
Also, Halunke! So, so. Ja, ja, ja. Hallo, Händen! Hallo, Händen! Ja, der sieht super. So, jetzt, Kinderli, der hat das super begriffen. Jetzt da hinten hat es Instrument, die sehen ein bisschen ähnlich aus wie Tuba. Aber das sind Euphonium. Levez-vous, s'il vous plaît, les euphonium. Hein? Et les euphonium, ils vont nous jouer maintenant comme soliste une très belle pièce qui s'appelle Ab in die Berge. Und wenn es bei den Bergen aufwärts geht, wird man langsam, man fährt an schwitzen wie ein Ochs. Und dann ist man oben am Pass und dann geht schnell wieder ab und langsamer werden. Dann sieht man, es ist adando. Et puis, quand il y a. Quand vous entendez que l'écho va venir, hein, vous devez faire l'écho. Je vais vous aider. Hein? Ok, Pascal, s'il te plaît. Je vais chercher le prochain énigme chez les solistes. Hé, hey, Euphonie, suche mal bei euch ein bisschen. Findet ihr irgendwo etwas? Das Gelbsbändeli oder so? Oder das Rölleli? Die finden nichts. Oh, c'est pas bien, non? Sonst können wir nicht weiterfahren. Ja, aber komm, jetzt hebt mal das Zeug richtig auf und suchen. Ah! Je le vois. Ah, die war gar nicht so. Elle veut le cacher, non? Hey, schieb-moi là, s'il vous plaît. Komm, wirf uns mal bitte da. Ah ja, für alle gesagt. Ja, ja, so. Schauen wir doch da, was da schön geschrieben ist. Ha! Énigme numéro 3. Vous devez résoudre ce devoir avec l'aide de l'orchestre. À votre avis, quel instrument peut imiter une voiture de course? Si vous le devinez, l'orchestre jouera un swing de Formule 1. Oui. Ah! Was ist jetzt das? Ein Ferrari oder ein Lamborghini? Welches Instrument kann man machen wie der Rennkarren, Kinder? Hä? Seht ihr, Gisa? Halt mal dein Instrument auf. Was ist das? Hä? Une trombone, bien sûr! Hey, super! Cool! Du weißt das gut! Et puis, la deuxième partie de l'énigme, c'est Pascal. Est-ce que vous pouvez faire un swing de Formule 1? Ouais, je crois bien. Alors, allez-y, s'il te plaît! Thank you.
Eh bien, c'est très évidemment, je vais chercher le prochain énigme chez les trombones, non? Voici, je passe quoi? Was hast du da? Schlange? Boah! Oh, der hat's nur mal selber, die Biest. Hä? Sag, was ist das? Nooo! Das ist ein Seil! Ah! Bist du klettern? Nein. Hä? Hey, komm, nimm mal die andere Dings. Was? Oh, das. Ah! Da hängt doch wieder etwas dran. Müssen wir doch mal schauen. Jessa. Okay, ups. Jetzt kommt jetzt noch davon. So, also, schauen wir mal. Gut gemacht. Ihr habt das Seil gefunden. Dieses vierte Rätsel geht so. Es gibt ein Instrument, welches ausgerollt genau so lang ist wie dieses Seil. Wie heißt es? Mamma mia! Hey, so lang? Wow! Eh bien, on va mesurer ça, hein? Schau mal! 1 Meter, 2 Meter, 3 Meter, 3 Meter, 78. Genau 3 Meter 78. Mamma mia! Das Instrument muss ausgerollt 3 Meter 78 sein. Du bist grösser. Hä? Was? Was, hallo? Sei kommst du vorbei? Was hat er gemeint? Ich habe etwas gehört. Panflöte? Waldhorn! Wieso wisst ihr das? Hä? Hey, les corps de chasse, levez-vous, s'il vous plaît. Montrez-moi vos corps de chasse. Zeig dir mal. Aha. Ja, das könnte noch sein. Komm, wir schauen mal. Aufheben. Da. Trichter, hä? Leg dir ein Gestör mir in den Instrument. So, und dann oben das Mundstück. Geht genau auf. Super! 3,78 Meter, hä? So! Und wisst ihr, wenn ich jetzt da schon so eine super Seile habe, aber ich sehe cette corde-là, on peut faire des choses très rigolo. On peut attraper des bandits! Ah. Ou des chefs d'orchestre! Ah. Oder, man kann mit der Geisel kleppen! Bang! Wie der Zorro! Oder man kann sagen, ah, ja, ja, wie der Tarzan an der Liane durch den Urwald schwingen. Und das ist so richtig cool, so richtig Hollywood. Und wenn sie in der Hollywood-Filmmusik sehr viel Waldhörner hat, die spielen, hören wir jetzt den wunderbaren Titel. Mit den Waldhörnern als Solisten, die Hollywood-Helden. Bitte sehr! C'était toi? Non. Oh. Et c'est quoi ça, une mallette? Une boîte? Qu'est-ce que vous pensez? On va ouvrir, non? On va regarder ce qu'il y a dedans.
Oui, bien sûr. Mais je ne sais pas s'il fait boum. Je n'ai pas si. Romain Galeron, c'est Pascal. Ah, non, non, non. Bienvenue dans les plans. Ça. Was hättest du da? Flyer vom Konzert. Was noch eine? Ah, super. Oui. Une brosse à dents. C'est la tienne? Nein, ich nicht deine. Dentifrice, ja, das ist natürlich klar. Eh. Vor dem Konzert muss man Zähne putzen. Eh, tiens là. Et ça? Haarschell? Das ist nichts für mich. Was hättest du da noch schön? Le Gabal. Hey, une clementine, tu veux? Ah, da. Oh, Ragusa, super. Hey, une pomme, regarde-moi ça. Ha, le da. Fais-en das Mandarinli, ha. Hey, hey, da hättest du noch ein Fach. Das ist ja wahnsinnig. Ha, ein Lebküchli, le da. Hey, une Banana. Oh, die palt die selber. Ah, noch ein Piperli. Wer will das Piperli? Ja, yeah, voilà. Oh! Aha! Und da drunter versteckt. Ja, so ist das gegangen. Das hätte man früher können sagen. Hein? Also, on va regarder. Énigme numéro 5. L'énigme numéro 5 consiste à trouver l'instrument qui entre dans cette boîte. Si vous répondez correctement, vous entendrez une mélodie du Far West. Oh, Kinder, das ist schwierig. Was für Instrument, außer Zahnbürste und Haarschell, gehören da in die Kiste? Cornet. C'est assez proche, non? Klar, Cornet oder natürlich la Trompette, bien sûr. Hein? Da kommt sie drin. Was? Ah, bien sûr, une trompette. Ah, und da kommt noch das Mundstück drin. Hey, das a été super gelöst, les enfants. Und jetzt, on va écouter une musique du Far West avec les trompettes comme soliste. Da stellen wir uns richtig vor, wie sie stolz auf dem Ross de Prairie ritten. Hein? Alors, s'il te plaît, Pascal et les trompettistes, avec la pièce Hoch zu Ross. Bon, les enfants, wie viele Rätsel haben wir schon gelöst? Wisst ihr das? 5. Et combien il faut résoudre? Hein? Wie viel müssen wir lösen? Bis à la résolution? 10. Wir sind Hälfte. Ha! Vous avez très bien fait, non? Et, je dirais, vous avez mérité quelque chose d'extra. Parce que, on a trouvé maintenant déjà les basses, ça veut dire les tubas, les euphoniums, les trombones, les cordes chasse, les trompettes. Et ça, ce sont les cuivres de l'harmonie. Hein? Und jetzt machen wir ein kleines musikalisches Auflockerungspäuseli und Stadtmusik spielt Schubis unter der Leitung von Pascal. Wir machen zusammen das Detektiv Allegro-Lied. Viel Spaß! Thank you.
detektiv Allegro, ja, das ist ein schlauer Mann. Er geht mit seinen Rädernasen alle Rätsel an. Und hilft er von allen Kindern, die Augenlichter hell verbunden. Rätsel suchen, herausfinden, lösen, das macht Spass. Wir suchen im Euphonio mit Kisten vor Trompeten von der Tuba und Pasuretten. Mit gelbem Band im Trichter. Wir finden das, wir lösen es. Der Detektiv Allegro, ja, da hat es grosses Glück. Mit eurer Hilfe, da kommt er zu der Lösung Stück für Stück. Jetzt müssen wir noch weiter schauen, Rätsel hin, übersuchen, herauszufinden, was es da in dieser Welt noch braucht. Ein Biegen an Korn oder Blöden, mit der Karte Schnurblöden. Wir wollen schauen, was es da noch alles gibt. Super, ça fait du plaisir, merci Pascal. Alors, on va continuer. Et les trombones, les trompettes, les cors de chasse. Est-ce que vous trouvez un indice? Cherchez une fois un peu. Nut? Oh. Das ist jetzt dumm. Ah! Mais, le public, messieurs, dames, mes chers enfants, est-ce que peut-être, par hasard, quelqu'un parmi vous aurait trouvé un rouleau avec un lacet jaune? Tout? Oui! Qui ça? Wow! Ah! Wow! Ah! Merci bien, madame! Hey, seht ihr? Man muss immer einfach überall suchen. Keine Möglichkeit rauszulassen. Dann kommt's gut. So! Ah, interessant. Rätsel Nummer 6. Hä? Aber 2 Liter Milch, ein Zopf, 6 Streberwürste, eine Flasche Twanner. Das ist aber... Ja, Einkaufszettel kannst du dann bei mir abholen wieder, gell? So, also, aha, Rätsel Nummer 6. Von welchen Instrumenten hat es nur ganz wenige im Blasorchester? Vielleicht 1, 2... Ein kleiner Gewunderfitz, hä? Ein kleiner Tipp. Es sind 3 verschiedene Instrumente gesucht, die aber alle zu den Doppelrohrinstrumenten gehören. Oulala, ça c'est difficile. La famille à hanche double. Was ist das, ein Doppelrohr? Vous savez ça? Alors, c'est un rodeau avec 2 parties. Une partie inférieure, une partie supérieure. Und das geht zusammen. Das Doppelrohr. Doppelrohrinstrument. Steht ihr mal auf, bitte. Vous voyez là, hein? So. Et ça, c'est les autres poids. C'est le corps anglais. Et c'est les bassons. Du, könnt ihr mal nur mit eurem Röhrli spielen? Ja? Ça sonne rigolo, hein? C'est comme les canards sur le lac de Bienne. Hey. Aber... Die haben doch noch so ein cooles Stück. Die haben ein Clownstück, das sie spielen. Ha? Nämlich, das heisst Doppelrohr-Clowns. Spielt doch das mal. Bravo! Wunderbar!
très beau. So, jetzt müssen wir doch weiter Rätsel suchen. Rätsel suchen. Wo könnte ich? Hat er im Publikum noch etwas? Personne? Non? Was? Was hier? Voilà. Ah, 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 ah. Qu'est-ce que tu as là dans le tuyau de ton basson? Les lumettes? Hein, mouche, mouche? Was wolltest du schon putzen und hega? Mais c'est quoi ça? Darf ich mal ziehen? Hein? Das ist lang, hein? Aber das hat ja gar, das hat gar kein Röllchen dran. Komm, vielleicht ist es bleiben stecken, hä? Sehen wir. Rien, c'est vide. Il y a quelque chose d'écrit dessus. Où là? Là? Ah, mais tu es super. On va voir ce qui est écrit là-dessus, hein? Oh. C'est ta et au beau. C'est marrant, non? Est-ce que ça c'est allemand? Non, c'est pas allemand ni français. Est-ce que c'est japonais? Chinois? C'est ta et au beau. Eh, mais vous reconnaissez ça? Et au beau? Au beau? Aha, das ist eine Keimschrift. Das muss man rückwärts lesen. Das heißt nämlich, au beau hat es. Ah. C'est le poids qui a un rouleau. On va voir. Hast du ein Rätsel, Rolleli? Muss ich wieder reinschauen? Nicht. Mais est-ce que par hasard, tu aurais bien un rouleau avec... Il veut tricher, hein? Merci bien. Énigme numéro 7. Super. So, wir kommen vorwärts. Wie verrückt, Kinder. Alors, je vais vous lire ça. Vous avez déjà répondu à beaucoup d'énigmes. Bravo, mes petits enquêteurs. L'instrument recherché dans cette énigme numéro 7 est brillant et pas très grand. Souvent, il est accompagné par un instrument encore plus petit et d'une autre couleur. L'embouchure de cet instrument se place sous la bouche et les mains le soutiennent élégamment sur le côté droit du musicien. L'énigme suivante devrait se trouver vers le plus petit entre eux. Oi, 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 oi. Das ist jetzt schwierig, hein? Also, silbrig glänzend. Nicht so groß. Das Mundstück nimmt man... Querflöte! Hey, die sind gut! Und die hat man so. Na, so. Ça, c'est les flûtes traversières, oui! Et les flûtes, levez-vous une fois, s'il vous plaît! Sehr schön! Und habt da mal die Querflöte ein bisschen auf. Sehr schön, sehr schön! Et maintenant, vous avez une très belle pièce, hein? Une valse très très charmante que vous allez nous jouer. Et peut-être, on va déjà entendre le plus petit entre eux. Hein? Soyez attentifs. S'il te plaît, Pascal et les flûtes traversières. Thank you.
Quelle jolie valse! Je me sens un peu comme à Paris sur la Champs-Élysées. Et maintenant, on va chercher le plus petit parmi eux. Hein? Et les flûtes, levez-vous encore une fois. Und zeigt noch eine neue Querflöte. Aber die sind alle gleich gross? Nö? Là! Hey! Dialog mal wie herzig! Quel est ton nom? Catherine! Oh, quel joli nom! Aber weißt du, ich meine das Instrument. Piccolo! Ah, piccolo, yeah, c'est bien clair. Piccolo, c'est petit en italien, ça veut dire la petite flûte. Hein? Est-ce que tu peux me jouer quelques notes, s'il te plaît? Quelle jolie mélodie, merci beaucoup. Ah, so etwas Schönes. So klein und tönt so schön. Mais, Catherine, tu m'aurais pas, pas hasard, quelque chose de petit, avec l'assez jaune, un peu assez, un peu de grosse vidis piccolo, vielleicht, un petit rouleau, peut-être, un énigme, peut-être. Ah, ja, genau, mal da innen. Da ist auch ein Zahnbürstchen drin. Ah, ah. Tu veux le mien? Oder Haarschell? Ja, bei dir würde es sich lo- Ah, das ist schön im Fell eingepackt, gell? Jetzt kannst du dich schneien, dass es nicht kalt hat. Regardons. Qu'est-ce qu'il y a là? Rätsel Nummer 8. Oh la la. Um dieses Rätsel zu lösen, müsst ihr zuerst einen Kanon in zwei Gruppen sprechen. Der Kanon geht so. Un, deux, trois. Le corbeau sur le toit. Ja, also, falls ihr das schafft, werden die schwarzen Instrumente mit dem schönen, warmen Klang für euch den Plapperkanon spielen. Alors, jetzt ein Kanon, das geht so. Die einen von A, die von ein Teil auf schwätzen oder singen, wir tun jetzt schwätzen, und der andere Teil setzt ein bisschen später ein. Alors, on va faire comme ça. Maintenant, on va diviser le public et l'orchestre en deux moitiés. Hein? La moitié droite, elle est avec Pascal. Et la moitié gauche, vous êtes avec moi. Et Pascal, il va diriger. Et on va commencer comme ça. Das geht so. Erfata. Un, deux, trois. Le, on dit remir. Un, deux, trois. Le, un, deux, trois. Bon, on va essayer ça. Pascal, fang ça. 1, 2, 3. Oh, 1, 2, 3. Le corbeau sur le toit. 1, 2, 3. Le corbeau sur le toit. 1, 2, 3. Le corbeau. Super. Hé, hey, ça c'est sehr gut. Mais j'écoute que vous êtes aussi des Bernois, hein? 1, 2, 3. Bernois sur le... Hey, jetzt machen wir das trotzdem, das ist dimanche matin, ich, ja, es ist ja schon presque midi. Machen wir das also ein schneller. Okay, Achtung, und... Un, deux, trois. Un, deux, trois. Le corbeau sur le toit. Un, deux, trois. Le corbeau sur le... un, deux. Super, ça. Das haben wir schon erfüllt, hein? Ça fait du chaleur, non? Bravo le public, bravo l'orchestre. Et maintenant, les instruments noirs avec le son chaleureux vont nous jouer le plapperkanon. Les enfants, est-ce que vous savez c'est quels instruments c'est ça? Les instruments noirs avec le son chaleureux?
Hein? Clarinette? Mais bien sûr, les clarinettes. Voilà, clarinette, je te rouf. On spiele tous la wunderbare Flapperkanon. Super les clarinettes, merci beaucoup. Der hey ganz schön plappert. So, Kinder, wo soll ich jetzt weiter suchen? Ah, c'est très clair. Je pense que vous cherchez chez les clarinettes, non? Also, et les clarinettes. Hast du noch Aber, hey, das ist noch immer noch ein Rätsel. Clarinette, sucht mal. Hein? Suchet, 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 suchet. Ein Zopf innen, nein, nichts, kein gelbes Bändeli. Das ist zum Verzweifeln. Vielleicht ist es auch bei den Bassklarinetten. Bei den Spassklarinetten? Was hat der Witzbolder bei euch? Bassklarinetten. Bei den Bass... Aha. Die sind da hinten. Bei den Bass natürlich, hä? Alors, on va voir où sont les clarinettes basses. Ah, da! Hey, könnten wir mal einen richtigen tiefen Ton spielen? Spielen wir mal. Oh, c'est effrayant. Oh. Ich habe so tief. Hey, super. Zeig mir mal das Klarinettli. Hast du echt unheimlich irgendwas? Oh, les enfants, seht ihr das dort? Ja, komm, gib mir doch mal den Topf da rüber, komm, dann kann ich das Rätsel nehmen. Merci beaucoup. Hey, énigme numéro 9. Vous voyez les enfants, il nous manque encore deux énigmes et puis on a fini, non? Das ist das letzte Rätsel, das wir da schon haben. Schaut mal, was da steht. Cette énigme demande à nouveau l'utilisation de vos deux oreilles, mais cette fois avec une difficulté supplémentaire. Vous devez reconnaître un accord, ce qui consiste à jouer plusieurs notes en même temps. Qui joue cet accord? Mais les yeux doivent rester fermés. Comme le défi est de taille, vous avez trois aux deux essais. So, houlala, das ist schwierig. Jetzt spielen die mehrere Töne gleichzeitig. Und wir müssen gut zuhören, Ohren zumachen, oder vielleicht wird es sogar ganz dunkel. Und dann hören wir und spitzen ganz gut die Ohren. Hein? Ja, das war sicher du, Bass, hä? Schau da, hä? Ja. Zuerst, wie ich das gesehen habe. Oder das meint ihr Kinder? Qu'est-ce que vous dites? Encore une fois, hein, Pascal, jouez encore une fois, on va voir ça. Alors, c'était quel instrument? C'était quel instrument? Ah, oh, j'ai doch recht gehabt! Hab ich Glück gehabt! Bin nicht so sicher gewesen. Alors, les saxophones, levez-vous, s'il vous plaît!
Et regardez-moi ça, hein? C'est toute une famille de saxophones. C'est ça, hein? Alt saxophone, ténor saxophone. Und die kleine junge Dame muss das Schwerste tragen, das Bariton-Saxophon. Hein? Et regardez-moi cette famille, comme elle rigole, hein? C'est une famille de petits polissons et polissonnes, hein? So richtige Lausmädchen und Lausbuben, ja, ja, ja. Das ist schon so, das hat schon ein anderer gefunden. Rire, c'est bon pour la santé, hein? Ja, 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 ja. So, und wir finden nicht aus, wer das grösste Lausmädchen oder der grösste Lausbub ist, aber sie spielen uns jetzt ein super lässiges Stück, nämlich der Schlawiner Tango. Ganz klar, jetzt wollte ich zu den Saxophonen ein bisschen schauen, ob die ein Rätsel haben. Hä? Les Saxophones, findet ihr irgendetwas? Hä? Irgendetwas? Nein? Oh. 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 Oh la la. Was ist denn das da? C'est ta cravate ou quoi? Nein. Ah, Rätsel Nummer 10. Du hast die ganze Zeit nie gesagt. Der versteckt Sachen, das haben wir nicht so abgemacht. Oh, oh la 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 la. Was versteckt alles in ihrer Partitur? Hallo, Amalie. Falls ihr diese letzte Aufgabe lösen könnt, seid ihr fast am Ziel. Dann müsst ihr nur noch das Auflösungsblatt finden. Ich verrate euch dann, wieso die Musik am Verschwinden ist und was man dagegen tun kann. Diese Aufgabe lautet so. Beim nächsten Stück müsst ihr immer das Gleiche tun wie Detektiv Allegro. Wenn er klatscht, dann klatscht ihr auch. Wenn er yeah ruft, dann ruft ihr auch yeah. Und so weiter. Ah, les enfants, ça c'est rigolo, hein? Alors, vous copiez juste ce que je fais, moi, hein? On va essayer ça? Also, machen wir mal. Nochmal. Ja, super. Und. Ja, sehr gut. Und. Hey! Nicht nachmachen. Wisst ihr nicht, dass Nasengrübel grusig ist, dass man es nicht machen darf? Hein? Alors, et maintenant, on va faire des choses un peu plus difficiles. Jetzt seid ihr so lang still gesitzt. Hein? Und so brav gewesen. Jetzt stehen wir alle auf, und zwar die kleinen Kinder, die ganz kleinen Kinder und auch die grossen Kinder. Und jetzt machen wir ein hübsches Tänzli. Und das geht so. Achtung, zuerst machen wir ein bisschen da, ein bisschen die eingerosteten Hüftknochen, so ein bisschen ölen. Und dann, Achtung, avec moi, de cette côté, pa, 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 pa.
Und pa-pa-pa-pa-pa-pa, zack. Und pa-pa-pa-pa-pa-pa, zack. Und yeah. 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 Oh, non. Yeah. Ça va pas plus fort? Yeah. 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 Jetzt ist gegangen. Gut. Und dann machen wir noch das da. Super. Und noch das da. So. Und dann machen wir noch. De l'autre côté. Und jetzt noch mit Lärme. So. Sehr gut. Und das dann auf die andere Seite. So. Und jetzt. Stadtmusik und Schübis, die spielen uns jetzt eine super coole Nummer. Das Stück heisst Woody Lindy Hop. Und alle stehen auf und hopp. Und dann machen wir das hübsche Tänzli. Bitte, Pascal. Oliver. Komm auf, et puis, les anges. Der Applaus, hey, das war so cool. Ich bin gerade ein bisschen aus dem Atem gekommen. So, alors les enfants, maintenant, nous avons résolu tous les 10 énigmes. Hein? Hey, super. Und ihr habt jetzt auch alle Holzbläser herausgefunden. Hein? Die Flöte, Oboe, Englischhorn, Fagott, Klarinette und Saxophon. Hein? Ça, c'est les bois dans l'orchestre. Et puis, les cuivres et les bois ensemble, ça donne tout l'orchestre d'harmonie. Was? Hein? Oh, nein! Jesus Gott! Wieso hat mir das niemand geschrieben? Das ist Pierre. Ja, ja. Da, nein, ich habe Schlagzeuger völlig vergessen. Les percussionistes, hein? Dabei, die armen Keiben. Die haben so viele verschiedene Instrumente, die sie müssen spielen. Nämlich Xylophon, Glockenspiel, Schlagzeug, Pauke, Triangel, grosse Trommel, Tambourin, Cinelle, Vibraslap. Und ein Tag d'autre. Hein? Das könnte jetzt noch eine halbe Stunde so weitergehen. Das ist unglaublich. So. Hey, und jetzt müssen wir natürlich die schon noch wieder spielen. Ich meine, die armen Kerlin haben so lange müssen warten, sie nie richtig dran kommen. Hein? Dabei machen sie so toll. Alors, on va écouter une très belle pièce avec les percussionnistes comme solistes. La pièce s'appelle Sunny Funny Rag. S'il vous plaît! Thank you.
saxophoniste. Sehr schön. Jetzt haben sie gerade nicht mehr aufhören spielen. Endlich sind sie dran gekommen. So, les enfants, jetzt, qu'est-ce qui nous manque encore? La résolution. Hein? Jetzt muss ich doch noch das Tonnes Auflösungsblatt suchen. Hein? Aha, wie habe ich es jetzt selber gemacht? Bei den Solisten von vorher bin ich schauen, gell? Ja, dann gehe ich doch hinterher zu den Perkussionisten suchen. Alors, les percussionnistes, cherchez une fois un peu, hein? Est-ce que vous trouvez quelque chose? Non. Un rouleau? Non. Rien? Mais vous avez un tas de cachettes, non? Hein? Et marimbaphone, et de knellwölfe, et de verral, hein? Et de trommel, nut. Mais vous avez aussi regardé derrière vous? Hein? Hé! Da hat doch hinten eine Krawatte. Schau mal da. Was hast du da? Hä? Dreh dich noch mal um. Ah. So, so. Ah. Hui, 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 das kommt. Resolution. Hä, super. Immer gefunden. Sehr schön. Jetzt müssen wir doch schauen, was da drauf steht. Also, vous avez réussi à résoudre les 10 énigmes musicales. Bravo, vous avez développé votre sens de la musique. Je peux donc vous révéler 3 astuces pour éviter de faire disparaître la musique. Premièrement, c'est apprendre beaucoup de choses sur la musique. Viel über Musik wissen. Deuxièmement, écoutez de la musique en concert ou à la maison, hein? Daheim oder im Konzert viel Musik hören. Et troisièmement, faire soi-même de la musique en jouant un instrument ou en chantant. Daheim das Instrument lernen und singen. So, les enfants, jetzt haben wir das super gelöst, hein? Das ist die ganze Auflösung. Man muss dranbleiben, wenn man will, dass Musik nicht verschwindet. Man muss viel über die Musik wissen, man muss selber ein Instrument spielen oder singen, hä? Und viel ins Konzert gehen. So! Vous m'avez beaucoup aidé aujourd'hui, les enfants. Hein? Je suis très fier de vous. Ihr habt mir wirklich sehr viel geholfen. Ohne euch wäre das nicht so schnell gegangen. Und darum habe ich jetzt für euch eine kleine Überraschung. Schlagzeug, roulement s'il vous plaît. Alors, les enfants, dès maintenant, pour toute la journée, pour toute la semaine prochaine, pour tout le mois prochain, pour toute l'année, pour toujours, je vous consigne comme mes détectives assistants et erklären euch zu meinen Hilfsdetektiven. So, jetzt habe ich euch da als Beweis, dass ihr mir heute so gut geholfen habt, habe ich euch da Detektivausweise mitgebracht. Là, devant, vous pouvez écrire votre nom, hein? Et c'est aussi écrit qui a joué pour vous ce matin. C'est la musique de la ville de Vienne et l'ensemble des jeunes de la musique de Vienne jubissent unter der Leitung vom Pascal Schaffer. Et Pascal et moi, à la fin du concert, on va vous donner ces papiers à la sortie de la salle. Bon, nach dem Konzert, Kinder, habt ihr die Möglichkeit, die Instrumente, die euch jetzt gefallen haben, auch selber auszuprobieren. Hä? Und zwar Perkussionisten. Perkussion und Schlagzeug könnt ihr da innen ausprobieren und die anderen Instrumente da vor dem
Konzertsaal. Und jetzt, pour la fin, nous avons encore une dernière pièce pour vous, qui s'appelle Finale avec fanfare et le thème de Detective Allegro mit der Stadtmusikbild, dem Jubis und dem Pascal Schaffer. Viel Vergnügen et à bientôt, au revoir! Jetzt alle Rätsel gelöst, ja das ist grandios. Bei euch hier bei der Stadtmusik, da ist ja etwas los. Jetzt wissen wir, was machen musst, damit die Musik behalten tust, dass alle Töne und Klänge erhalten bleiben in der Welt. Musst singen und schön jubilieren, mit dem Instrument brillieren, singen über Musik machen jeden Tag. Jubilieren